wir haben auf jeden Fall noch mehr Strom. Und jetzt werden wir endgültig mal hier weiterbauen. Wir bauen da diesen komischen Reis, würde ich sagen. Und wir werden diese Menüs fertig bauen. Jetzt haben wir auch unsere Graphen gerade geholt. Das sollte klappen. Okay. Ich glaube, wir bauen jetzt einfach mal den Reis. Weil wir haben da schon wieder Minus, weil die ja die ganze Zeit aufsteigen und so. So eine schöne Straße drumherum. So. Und jetzt haben wir... Wir haben 32 und 50. Jetzt die Frage, wie viel brauchen wir denn, um das zu bauen? Wein, ja, okay, gleich viel. Ja, dann brauchen wir davon noch was. Ja, komm, eins gönnen wir uns noch. Okay, das hat uns schon wieder 50 Graphen gekostet, aber jetzt können wir das endlich bauen. Wie habe ich das denn immer gebaut? Ich glaube so. Ich hätte da einen Job für dich. Dann so, so. Und so. Perfekt. Jetzt haben sie davon auch genügend. Jetzt nur die Frage, haben sie davon noch genügend? Ja, ja, hey, perfekt. Geil. So, aus der Arktis haben sie zu wenig. Das ist nicht schön. Das hier. Ja, guck, da haben wir sogar noch 11. Müssten wir jetzt aber dann auch mal wieder bauen. Wird aktualisiert. Aber warte mal, was wir auch noch schicken könnten, wären diese bionischen Arme. Diese, warte, wie heißen die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Warte, Mond. Die Dinger hier. Da haben wir gar nicht so viele. Okay, egal. Wo ist denn diese andere Handelsroute? Die hier, die habe ich gemeint. Dann werden wir nämlich einfach da weniger schicken. So. Informationen. Und schicken dann den Rest auf die andere Insel. So, von da nach da. Und dann Verbindung schicken wir 11. Dann haben wir da plus 3. Das ist doch schön. Jetzt fehlt uns nur noch Informationen. Hier, das bekommt ihr gerne. Und hier noch eins hin. Eigentlich habe ich es nicht so gerne, wenn diese Special-Gebäude nebeneinander stehen. Aber in dem Fall geht es gerade gar nicht anders. Weil wo soll ich sie hinbauen? Ist ja nicht so, als hätte es hier ewig viel Platz. So. Was ich auch ein bisschen schade finde, es fällt mir gerade so ein, hat eigentlich jetzt gerade nichts damit zu tun, was ich hier mache oder so, dass man bei Anno 2205 auf der eigenen Karte eigentlich keine Militärmissionen hat. Finde ich irgendwie blöd, weil man kann sich nur noch aufbauen, man kann nichts anderes machen als sich aufbauen. Ich finde es irgendwie schade. Weil man hat gar nicht mehr diese Angst, zerstört zu werden. Die fehlt da irgendwie. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir dann auch mal damit anfangen. Alles mit diesen kleinen Häusern zuzukleistern. Ja, okay, so können wir es nicht machen. Schade, dann müssen wir es alles selber bauen, oha. Ja, weil da passt noch einiges hin an Häusern. Man muss es halt bauen. Leider. So, da hinten können wir irgendwann noch welche hinbauen. Aber jetzt nicht. Was wir auch noch machen können, was bestimmt geil aussieht. Oder es funktioniert eben nicht. Oder. Wir reißen das hier ab. Reißen den.
Weg ab. Bauen es einfach hier rein. So. Das finde ich gut. Okay. Ja, finde ich schön. Ich bemerke gerade die ganze Zeit, dass ich immer weiter von meinem Mikrofon weggehe. Irgendwann hört ihr mich nicht mehr. So, da habe ich das... Ah, da habe ich das auch ausgeschalten. Nein. Mann, wir könnten schon so viel haben. Wir sind uns noch nicht vorgestellt. Könnten die Welt übernommen haben. Ach, cool. Warte mal, wir können das Firmenhauptquartier jetzt bauen. Das kostet 1 Million. Aber dann kriegt es auch... Special Platz, würde ich sagen. Hier kommt mein Firmenhauptquartier. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Und es passt da perfekt rein. Aber dann baue ich auch zuerst den Weg. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ich glaube, es müsste so passen. Achtung. Unterversorgung mit bestimmten. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das baue. Und wenn jetzt irgendwas Cooles passiert, will ich, dass es cool aussieht. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gebaut gehabt in meinem anderen Spiel. Das könnt ihr nachher gerne sehen. In dem anderen Video. Und bam! Ja, was passiert jetzt? Es kann keine Zweifel mehr geben. Cool. Die Big Five gehören der Vergangenheit an. Jetzt sprechen wir von den Big Six. Aber ich kenne sie lange. Ja, das finde ich nett. Nicht am Ende angelangt sind. Sie haben sicher schon Pläne, wie sie sich weiter übertreffen können. Ich verstehe gerade nicht, was mir das hier bringt. Das bringt nur ewig viel von dem anderen. Ach, das bringt plus 1, plus 10, plus 20. Und was passiert jetzt, wenn ich das hier baue? Ah Mann, dann muss ich ja... Ach Mann. Hatte ich den Weg so schön dahin gebaut. Und jetzt darf ich ihn wieder abreißen. Warte, wie sehen die denn alle gleich aus, oder? Nee, gell? Oh, das sieht schön aus. Warte mal, ich würde ja gerne... Ich würde das gerne auf jeder Seite gleich bauen. Und dass wir auf beiden Seiten das gleiche haben. Aber... Dass es irgendwie schön aussieht. Nee, das sieht nicht so gut aus, wenn wir das da dran bauen. Sie sind unglaublich. Ja, doch, das hier. Ah, jetzt haben wir keinen Kaffee mehr, schade. Und sie waren auf dem Mond und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu arbeiten. Ich freue mich auf alles, was noch... Wieso war? Ah, okay, ja, da war's. Ja, das finde ich nett von dir. Okay, unser Firmenhauptquartier bringt uns anscheinend diese Punkte auch noch dazu. Was ich gerade auch noch da oben im Eck gesehen habe, ist, dass uns ja die Quantencomputer fehlen. Das geht ja gar nicht. Minus 6. Okay, mal gucken. Wir könnten ja die Quantencomputer liefern wir 19 dahin. Also warte mal. Wie viel Bevölkerung haben wir denn jetzt wo? Ja, da haben wir schon mehr. Wir können jetzt nicht einfach die Quantencomputer abziehen. Wir müssen einfach neue bauen. Ich habe so ist das Leben. Für Sie, falls Sie interessiert sind. Nö, danke. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wieso ich den da nicht benutzen kann. Wieso geht es nicht? Ich habe ja auch gar nicht so viele Bewohner. Fällt mir auch gerade so auf.